Tag 2. Ja, liebe Leute, das war Tag 1. Jetzt kommt Tag 2. Wake up! Hey, wake up! I'm awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out, and that's not working either. I don't really know why that would be the case. Should I be worried? About what? We can't get help if we need it. Oh, you're tough, Hank. You don't seem like the guy who likes to ask for help. Sure. What I need you to do, though, is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So, you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. That's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, all right. Kann ich mir Kaffee machen? Okay, was ist jetzt die Aufgabe? Prüfe die Fernmeldeleitung nördlich des Canyons. Nördlich des Canyons. Es ist wieder nicht eingezeichnet, ne? Wo könnte das sein? Wolf Point Canyon. Wo ist nördlich des Canyons? Okay. Also da wo Fernmeldeleitung. Aber warum ist die nicht eingezeichnet? Wunderschöner Morgen im Nationalpark. Turm, ja, ein Rucksack. Habe ich auch einen Feuerwehrhelm? Ja, ich habe einen Feuerwehrhelm auf. Ja. So, nördlich des Canyons. Wo muss man da hin? Johnson Lake. Oh, ich brauche die Karte. Ah, wahrscheinlich da, wo auch die Höhle ist, ne? Ich gehe mal den Weg lang. Guten Morgen, Herr Specht. Vögel zwitschern. Habe ich auch Frühstück gehabt? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Unser Frühstück war Whisky wahrscheinlich. Ja. Ja. Ich lauf mal ohne Karte irgendwie. So. Oh, der Nebel. Nebel melden. Ist tatsächlich kalt hier draußen. It's actually pretty damn cold out here. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder though, right? Yeah, they are. What did you get up to down there? I mean, what's life like? I don't know. I used to just spend a lot of time with our dog, Bucket. Aw, that's a good name. He was a good dog. What type? A beagle. We got him from the pound.
That's great. Hey, can you hold on a sec? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Heyo. I don't think so. Why, have you? Okay, good. I'm in. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Would you? All right, I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Anyway, Bucket's a cute name. You owned him with someone? That would be my wife, Julia. Oh, like your wife? Or like she's taken half my stuff wife? My wife. But you're here. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Look, I gotta go do a thing, but I'll have a radio. Okay, call me if you need to. So, ist das hier der Canyon, wo wir hin müssen? Fernmeldeleitung. Müsste die nicht eingezeichnet? Ach du Schande, ich bin irgendwie falsch. Medicine Wheel. Ach, das. Wow, there's an old, I think it's called a medicine wheel out here. Yeah, it was made by Crow American Indians hundreds of years ago. There are lots of small ones. Have you ever been to Medicine Wheel Monument over in the Bighorns? I sure haven't. Well, it's worth a 3-hour detour on the way home in August. Neat. I'll keep it in mind. So, I'm at the medicine wheel. So, you're near your lookout? Yeah, sure. I'm just wandering around in the forest, and I haven't seen one of the Red Eagle cans for miles. That's a tough one. Why don't you try getting out of the woods so you can get a better view? Find a vista or a lookout point. Okay, I'll try that. Das ist ein guter Rat. Ich glaube, dass ich wieder an diesem, da wo der Cave ist, hin muss. Ja, laufen wir da. Jetzt haben wir das Medizinrad gefunden. Cool. Das Medizinrad. Es ist auch so, dass die Sonne langsam aufgeht. Das ist die Farben wärmer werden. Das ist schön. Das ist richtig schön. Muss ich da zu Joe? Muss ich da zu Jones's Lake? Keine Ahnung, wo ich bin. Ah, okay. Ihr habt ja gesehen, gestern habe ich mich total verirrt am Anfang. So, das ist doch der Canyon hier jetzt, oder? Nördlich des Canyons.
Warum ist so etwas wie eine Fernmeldeleitung nicht eingezeichnet? Bin ich wieder da? Aber hier bin ich ja schon gewesen. War das der Weg, wo es nicht weiterging, ja? Über den Ver ja, da ging es nicht weiter. Nee, da geht es nicht weiter, okay. Den Fernmeldeturm nördlich des Canyons. Wo muss man da hin? Jonesy Lake. Ich glaube Richtung Jonesy Lake. Da, wo die das war doch da, wo der Weg erst gesperrt war. Hätte ich da vielleicht langlaufen müssen? Hm. Oh, da geht's aber noch weit. Der Canyon. Soll ich wieder zurück und da hinterrum irgendwie versuchen? Das Spiel ist aber mehr auch so Story und Experience. Also man muss jetzt nicht irgendwie sich mal über irgendeine Klippe springen, bis man es richtig gepackt hat oder so. Oder auch irgendwie ein Rätsel lösen oder ein Puzzle oder weiß der Geier was. Sondern das ist halt jetzt die... Nee, ich bin falsch. Das ist halt jetzt das, immer so diese Wege finden, glaube ich. Und da lässt dir das Spiel ja schon Zeit. Also man wird jetzt irgendwie gedrängelt oder so. Das dann heißt, hey... Oh, wo muss ich jetzt hin? Da... Ah, ich versuch's. Das ist, ach, das ist das, wo man... Bin ich jetzt schon wieder an dem Punkt? Ach, Menno. ich gehe jetzt einfach mal zurück zu einem Turm zurück. Weil das wäre ja ganz schlimm. Ich mag so Spiele nicht, wo dich irgendetwas jagt, wo du gleichzeitig irgendwas suchen musst oder einen Schlüssel suchen musst, während ich Monster verfolgt oder irgendwie so ein Blödsinn. Das ist irgendwie so gar nicht meins. Also so etwas wie jetzt das hier, wo man den Weg verliert, ja, das ist eher meins. Und ich glaube auch so diese Dialoge mit unserer Kollegin hier, ich soll nicht so viel quatschen, sondern eher auf die Karte gucken. Da
warum ist er nach da umgefallen oder war der schon immer da? Sind so die halbe Miete von so einem Spiel. Es ist ja eher eine Experience. Ich laufe hier irgendwie kreuz und quer und habe keine Ahnung. Wo ich hin muss. Ich laufe einfach. Ach, da ist schon der Turm. Gut. Es ist schon schön. Es ist schon schön. So, jetzt laufe ich mal da lang. Weg jetzt hin. Nee, ich will da. Also ich kann es nicht zeigen, aber von da, wo wir gestern gekommen sind, da will ich wieder hin. Und irgendwie ist das da. Und ich habe nicht mal die ich weiß nicht mal, ob es richtig ist. Ich weiß nicht mal, ob es richtig ist. Das ist keine Ahnung. Was heißt nördlich des Canyons? Keine Ahnung. Ah, da ist das Klo, wo wir gestern waren. Okay. Da, wo der Weg gesperrt war. Was ist nördlich des Canyons? Was bedeutet das? Nee. Hier? Weil was für ein Canyon? Ach, da steht Thunder Canyon. Aber das war ja eh der Weg, wo man nicht hinkommt. Da hätte ich jetzt doch zum Lake müssen und dann da weiter? Wahrscheinlich eh zum... ich hätte zum Jones' Lake müssen, ne? Oder? Kann man da runterspringen? Doch, es geht. Bumm. So dunkel wieder. Ich habe jetzt noch hier morgen die Sonne. So, Karte. Ja, ich glaube, ich muss da wieder lang. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Man hätte auch die andere Seite nehmen können, über Jonesy's Lake. Und dann wären wir auch hierher gekommen. Oder halt auch wieder an den Canyon. Ja. Ja, durch die Höhle. Hier. Das hier ist noch was. Tor zur Hölle 452. Das ist ein verschlossenes Tor. This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first.
Makes sense. Although, Debbie says she lost him like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Aw, sorry, Hank. Henry. Okay, I just came out of the cave and I see a supply box, but no wires to speak of. It's okay, you're on the right track. There should be a trail to the north that crosses right under the wire. Under the wire? Was? Ah, diese verschlossene Dings ist jetzt eingezeichnet. Immer wenn wir was finden, wird es auch eingezeichnet. Okay. Nördlich des Canyons. Also hier ist Thunder Canyon. Also muss ich eigentlich da Fernmeldeleitung. Aha. Wo geht's nach dem Thunder Canyon weiter? So I hung a left out of the cave and I'm passing through Thunder Canyon now. I'm not seeing any wires in here. Oh, no. It sounds like you turn east towards Jonesy Lake. Look, from the cave, you just want to come out and go straight to the north. Got it. Ich weiß nicht, wie ich nach Norden komme. I can't seem to find a way north. I'm back in the canyon. You made it down through the cave already, though, right? Yes. Good. Find your way back to the supply box there, then about face and head straight north looking for the trail. If you're ever unsure, just don't forget to check your compass. Roger. Also straight zu nach Norden. Also ist das in die andere Richtung. Da. Der ich mal sage, oder? Langsam schnell laufen. Warum soll man das machen? Lücke im Gebüsch. Entfernen. Dieses mit dem langsamen Schnelllaufen, das macht mir ein bisschen Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Dass man auch schneller laufen kann. So. Ah, ich glaube, ich muss da... Ah ja, ich glaube, diese gestrickelten Linien. Sind das die Leitungen? Gibt's da eine? Ja. Ich glaube, wir sind richtig. Halt, ich wollte die Karte gucken. Ja. Ich glaube noch etwas, ich befürchte noch etwas, dass man immer, egal wie weit das man weg ist, man muss selbst wieder zurücklaufen. Das Spiel teleportiert dich nicht irgendwie zurück, wenn was abgeschlossen ist. Befürchte ich. Das ist so, dann wird die Experience natürlich realistischer. Aha, da sind sie. Aber es kann auch anstrengender werden. Aber wenn der Rückweg auch mit etwas verbunden ist... Ich sehe die Leitung. I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Got it. Jetzt habe ich nicht. Das ist halt ein bisschen blöd, weil die Audio Sachen sind natürlich auf Englisch und da verstehe ich nicht immer alles. Also machen wir Trial and Error. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie gesagt hat, aber ich glaube, wir müssen dahin. Oh, das ist natürlich auch unter Vegetation interessant. Da sind auch die Nadelgehölle. Was? Oh, sind wir wirklich abgeschnitten vom Strom? So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Just seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out, but I'd rather it not come to that.
Also, der Stromgenerator ist alles, was wir als Stromquelle haben. Ansonsten sind wir abgeschnitten, habe ich gerade verstanden. Und oh. Und deswegen wird das überprüft. Aber was ist denn hier los? Okay. Es ist immer noch die Aufgabe. Prüfe Fernmeldeleitung nördlich durch das Canyon. Was soll ich jetzt da hin und prüfen? Ist da irgendwo so ein Häuschen, wo. Aber das ist ja auf der Karte. Das irgendwie. Oh, da oben sind wir. Vielleicht bei Cage. Vielleicht bei Cage 302. Das sein. Keine Ahnung. Finden wir es heraus. Hat Stephen Hawking immer gesagt. Finden wir es heraus. Wir haben ja heute sonst nichts anderes mehr zu tun. Dings, also so ein Versorgungskasten. Da gehe ich jetzt einfach mal hin. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da! Ich habe die Kombination natürlich nicht. Bin ich jetzt verbuggt? Okay. Ich sitze fest. Oh nein. I'm awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out, and that's not working either.
really know why that would be the case. Can I go fix it? Well, you probably can't, but what you can do is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. Kann ich das laden? Ja. Weil ich bin fest, irgendwie festgepackt gewesen. Und keine Ahnung, ob ich das schneide oder ob ich es einfach irgendwie so drin lasse. Ja, jetzt bin ich wieder frei. Okay. Nee, ich kann da noch nichts machen. Gut, Gott sei Dank. Schildkröte. Whoa, I found a turtle. Maybe it's a tortoise. It's a thing with a shell. Well, isn't that something? It's actually pretty cute. Well, Henry, if you decide you want it to keep you company, nobody will mind. Hello. And what do I call it? Looks like a, Oh, this ought to be good. Turt Reynolds. Well, now I can't wait to see him. The mustache is impressive. You tell him I love Cannonball Run. Hallo, Turt Reynolds. Turt Reynolds. Cool. Ja. Wo laufen wir eigentlich hin? Wo bin ich eigentlich? Ach, da oben. Fernmeldeleitung prüfen. Ich denke, wir müssen, oder ich muss an der Fernmeldeleitung einfach entlang laufen. Schätze ich mal. Aber warum kann ich jetzt an diesen da nicht dran? Oh, das ist ein Speicherpunkt. Turt Reynolds. Oh ja, dem geht's gut. Dem geht's gut. Turt Reynolds geht's gut. Cool. Ich muss ihn mal auf die Karte gucken. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Absolut keine Ahnung. Ich laufe einfach. Irgendwie. Ich schätze mal, ich muss an den Strommasten da entlang laufen. Schätze ich mal, bis ich irgendwo was finde, was natürlich nicht in der Karte eingezeichnet ist, weil das ist ja, das wäre ja unrealistisch, wenn Sachen in der Karte eingezeichnet wären, die für einen Pike Ranger oder für einen Firewatcher wichtig wären. Da kann ich nicht drüber. Sich da hoch vielleicht? Oder? Kann ich nicht drüber? Nee, da geht's eh nicht weiter. Ja, ich will nicht wieder verbacken. Bitte, bitte. Bitte, bitte nicht. Also für den Fall, dass ich es nicht rausgeschnitten habe, ich bin vorhin verbackt. Hab gedacht, ich muss den Tag nochmal anfangen. Und hab gesehen, dass ich den Speicherstand laden konnte. Was ja nicht so dumm ist. Geht's da vielleicht lang?
Gott, ich habe keine Ahnung. Okay, das sieht nach was aus, wo ich noch nicht gewesen bin. Was ist denn das? Das hier. Ein alter Brunnen? Nee. Nee, was ist das? Altes Blumsklo. Ja, das melde ich mal. Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, you know, use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area? I do believe. The comms wire runs for quite a ways. Follow it all the way to the top of Beartooth Point, and if it's not damaged, you can loop around back home. Will ich hier verstanden habe? Hab ich nichts verstanden. Jetzt gehe ich einfach mal weiter. Und wie war ich denn hier schon mal? Ich bin gerade im Kreis gelaufen, glaube ich. Da ist wieder die Versorgungsding. Ich glaube, wir müssen da hoch vielleicht. Aber wie kommt man da hoch? Hat keinen Bock zum Klettern. Ich glaube, das ist der Kern vom Spiel. Das sind die Rätsel, den Weg finden. Es sei denn, ich stelle mich unglaublich blöd wieder an. So wie es schon oft der Fall war. Wenn ich was gespielt habe. Und wenn man dann zuguckt, dann heißt es so, oh Mann, der ist ja immer an derselben Stelle. Ja, das kann sein. Das gebe ich auch zu, dass ich da nicht so begabt bin. Was ist denn das? Okay. Und wieder eine Dose. Weißt du was? Guess what? What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before? Yep. These fucking kids. Why do you think they'd be up here? Hell if I know, but they better have stayed away from our communication stuff. Okay, richtiger Weg. Wo die roten Blumen blühen. Mhm. Also wir sind ordentlich, wir halten die Natur sauber. Sammeln die Bierdosen ein. Ich denke, wir müssen dahin. Ich glaube, es ist der richtige Weg. Mhm. Das ist wie bei. Es ist wie bei Hänsel und Gretel. Einfach den Bierdosen folgen. Durchtrennte Leitung. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it.
That's actually good to hear. I can send someone out to fix it. Good find. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. I knew it. The moment you said you found their trash. These idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Hmm. Let's hear it. Oh, yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. I'll find them. Thanks. But I am gonna need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Oh, they're big into Red Eagle. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Ja, also wir sollen... Oh, man kann auch eine hochklimmen. Cool. Die Teenager finden, die dies gemacht haben. Zur Rechenschaft. Soll ich jetzt da hochklettern oder da weiterlaufen? Das ist jetzt die Frage. Ich habe keine Ahnung. Ah, man kann auch rennen. Ah, das R war das Rennen. Okay. Okay, aber da kann man nicht rumlaufen. Oh, doch. So. Versorgungsstelle, Region, Tauchring, schauen Sie. Das ist jetzt die Frage, wo sind die Teenager jetzt? Sollen wir jetzt suchen? Können ja überall sein. Es gibt ja auch keine Hinweise und gar nichts. Gut, es wäre ja in Wirklichkeit auch so. Ja, also, da ist ja dann auch nicht auf einer Karte eingezeichnet. Hey, hier sind Teenager, die randalieren und machen Stress und so. Als echter Firewatcher und Parkranger müsste man jetzt auch uns so auf die Suche machen. Tja. Supply Drop. Wir gehen mal dahin zum Supply Drop. Wobei, die sind vielleicht am Dingens, am See. Auch hier ist, muss man wieder noch Dings machen. Ist es immer 1, 2, 3? Tatsächlich. Ja, cool. Oh, die ist leer. Oder? Oh, die ist leer. Okay. Ja. Ist es immer 1, 2, 3, 4 vielleicht? Ich habe es beim anderen jetzt nicht ausprobiert. Naja, egal. So, die Karte. Wir sind am Supply Drop. Hier ist nichts. Sind wahrscheinlich am See. Wieder schwimmen. Quatsch machen. Und boah. Nee, ich glaube, hier ist das Ende der Map. Das Ende der Map. Der Rand der Welt. Der Rand der Welt. Das wäre auch ein toller Titel für ein Buch. Der Rand der Welt. So wie die Vermessung der Welt.
Ich muss mal kurz gucken, ob ich überhaupt noch aufzeichne. Ja, ich zeichne noch auf. Ich werde Tag 1 und 2 in ein Video packen. Also wenn jetzt dieser Tag abgeschlossen ist, kommt dann ein Cut. Weil das komplette Spiel, vielleicht ist auch zwischen Tag 1 und 2 ein Cut, dass ich es pro Tag immer hochlade. Weil das komplette Spiel geht eigentlich 3 Stunden, wenn man es normal durchspielt, nicht so wie ich, ja. Jonesy Lake, ja. Wo man ewig lang sucht. Es ist aber auch so, das soll ja auch kein Speedrun sein, so ein Spiel. Das soll man ja auch sich ein bisschen Zeit nehmen, alles erkunden, alles angucken. Die Sache ist die, dass eben Kip auch mal was essen will. Okay, das ist ein Rucksack. There's an abandoned pack out here. And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Kann ich den mitnehmen? Nee. Karabiner? Was? Oh! Aber ich kann kein Seil. Ich habe kein Seil mehr. Aber in der Versorgungsdings war kein Seil drin, ne? Oh nein, ist in dem anderen das vielleicht drin gewesen? Und ich habe den, den Code nicht. Okay, wo war das? Es ist immer 1, 2, 3, 4, aber ich habe es noch gestern ausprobiert mit 1, 2, 3, 4 bei dem anderen, da ging es nicht. Ja, vielleicht habe ich mich aber auch verdattelt. Oh Mann, da kein Seil drin in diesem großen Dings. Oder ist das bloß der Müllcontainer? Nee, Müll war das nicht. Ach du Scheiße. Ich glaube, ohne Seil kommt man nicht weiter. Ich glaube, da braucht man nichtsdestotrotz ein Seil. Ne? Soll ich da noch mal rein? Hier ist nichts drin. Muss ich noch mal zurück? Wo war das noch mal? Ich weiß es nicht. Oh, okay.
da bin ich jetzt auch nicht gewesen. Aber das ist falsch, glaube ich. Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that spans across it? That is how you get to my sector. No kidding. Well, let me hike over. Well, it's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it. Rangers use it from time to time, but that's it. Help! Oh, God, it's an emergency! Oh, really? Yeah, I got eyes on a tornado. I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? Yes! Holy moly, I need to call this in. Tom, Two Forks sees a tornado. He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility. There haven't been tornadoes in the greater Yellowstone region in 100 million years. You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if it means giving his life. Okay, I'll tell him. Sorry, Hank. No dice. Man. Sie ist Julia, der Frau, schon irgendwie ähnlich. Das ist immer mit Sarkasmus und so, ne? Wo er auch gesagt hat, ah ja, unsere Kinder werden ja eh missraten oder so. Dieses zynisch-sarkastisch, auf Spaß gemeint. Das ist schon so ein bisschen auch da. Gibt natürlich, wenn es jetzt ein Horrorspiel wäre, die gruselige Theorie, dass wir da die ganze Zeit mit unserer Frau sprechen oder so weiter oder schon lange tot sind und dass das Suche im Jenseits ist, bla bla bla, aber es ist kein Horrorspiel, möchte ich nochmal betonen. Sind wir richtig? Ich glaube, ich bin schon wieder verkehrt. Komme ich da überhaupt nochmal zurück, damit ich ein Seil holen kann oder was? Och, Menno. Und warum ist die nächste Versorgungsdings erst da unten? War der Weg nochmal? Nicht planlos in Inkopolis und Splatville. Planlos in den Canyons. Irgendwie sich abbiegen und dann gabeln und dann muss man doch da zurückkommen. Ich glaube das nicht. Ich mache das alles jetzt nur, weil ich ein Seil suche, oder? Ich bin mir nicht einmal sicher, ob das überhaupt das Richtige ist. Also die Lösung ist. So, da muss doch der Weg jetzt gleich hochgehen. Ja, genau hier. Ist nichts. Oder ist es so, dass man, wenn man da runtergesprungen ist, kann man nur zurück oder was? Oh mein hoch wieder, ne? Das geht nicht mehr. Geht es wirklich nicht mehr? Das kann doch gar nicht sein.
schon, dass wir hier weiter müssen. Hier geht's nicht weiter. Ja, ich hab kein Seil, ne? Was? Was wird das jetzt gerade? Das Turm. Ach so. Siehst du von deinem Turm aus irgendwelche Indizien? Do you see anything from yours, like, you know, the clues as to where they could be? Clues. I really like your enthusiasm for mystery. I'm just doing my job. I like it. I do. I can't wait for you to give these girls a piece of our minds collective. But no clues. I can't see anything from here. Oh, danke. Ich hab kein Seil. Also ich komme nicht mehr zurück, wo ich vielleicht ein Sache. Die Box ließ ich nicht öffnen. Ich probiere jetzt mal was aus. Moment. Ich gehe jetzt einfach nochmal da zurück. Ich habe so die Hoffnung gehabt, dass ich das linear durchspielen könnte, aber nee. Weiter Sprung. Okay, das ist neu. Well, I hopped down a drop and now I can't climb back up. That is a pickle. I can just keep hiking, but I figured I should let you know in case I get myself trapped out here. Well, hopefully that doesn't happen before you find these assholes. I was thinking you should probably head back to where you saw them last. Ja, was soll ich jetzt machen? Danke, das war jetzt sehr hilfreich. Ich müsste zu Cage 3 nur 2. Aber warum ist in dem anderen Cage nichts drin? Ich hab kein Seil. Ach Mann. Im Rucksack was drin. Ryan Goodwins Rucksack. Aha, ein Seil. Hup. Ein Fotoapparat. Cool. Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them. In decent condition, too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Was he a ranger or something? Oh, no. He was stationed in Two Forks, near Lookout, with his dad Ned 3 summers ago. Great kid. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. They took off halfway through the summer.
Is Ned that guy from the note I told you about? About the guy leaving his post? Oh, could be, yeah. But I think at one point they just realized this job wasn't for them. For Brian, at least. Huh. Anyway, so it goes. Have, fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photodome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? So, da geht's weiter. Ja, die Seile bleiben dann hängen, dann kann man da weiter. Meine Güte. Aber das hat das Spiel jetzt gewusst, wie ich es neu gestartet habe, was für ein Problem ich hatte? Nein, also 1, 2, 3. Tatsächlich. Gut. Versorgungskiste. Nachricht. Schreiben zwischen Ron und Dave, Mel. Hey, who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the guy with the flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know him that well, but I always assumed the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who wasn't going to send him a topless Polaroid. Stein, okay. Versteinerte Kralle, was? Someone found a fossil and put it in a cash box. Oh, really? Oh, Dr. Grant? Ein Velociraptoren, Kralle? Kann ich den nicht wieder einschalten? Hey! Du sollst das doch... Nee, hey, ich will es doch da reintun. So. So, Informationen werden wieder eingetragen von der Karte. Karte aktualisiert. Was ist denn das da? Da will ich nichts dazu sagen, was das da ist. Steinerte Kralle. Okay. Machen wir mal zu. Halt. Nee. Die Nachricht. Was steht da? Oh, das steht sich auf Deutsch. Okay, wir können ja mal Stopp machen. Ach, Kuh ist lesen. Okay, meine Güte. Nachricht von Ron aus dem Jahr 1986. Hi Dave, rat mal, wer nächste Woche mit Debbie ausgeht. Nein, nicht dieser Schlappschwanz von Steve, sondern ich, Ron, höchstpersönlich. Ich war auch oben bei Two Forks, um mir den Namen an den neuen anzusehen. Aber dann gehört, wie er mit sich selbst redet. Also mehr als üblich für einen Brandwächter. Und beschlossen, mich lieber von ihm fernzuhalten. Weißt du noch, als du den Typen bei Chimney Rock dabei beobachtet hast, wie er sich auf der Hängematte mit sich selbst vergnügt hat? Ich glaube langsam, die bei der Forstverwaltung nehmen nur Geistesgestörte und Perverse. Außer uns natürlich. Wir sind die Creme de la Creme. Stoßen wir auf Debbie an. Run! Ja, also hier bei der Feuerwacht, da geht's ja richtig gut zu. Ich leg den Zettel mal dahin, so. Dann können die Teenager damit noch irgendwie wissen. Ja, keine Ahnung. So, suche die Teenager. Die Karte wurde aktualisiert.
Aber ich sehe jetzt irgendwie nicht viel Neues. Ah, das sind wieder die roten Wege. Und wir müssen immer noch die Teenagers suchen. Wo könnten die wohl sein? Dieser Botzlöffel. Löffelin. What does she have? Was? Ach so, was unsere Frau hat. She's got Alzheimer's, like dementia. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Yeah. What was it like when you guys found out? Well, we didn't really understand what was happening. You don't get Alzheimer's in your late 30s. No kidding. But even then, we didn't really get it until she couldn't work anymore and I couldn't leave her alone. It wasn't until then that I said, oh, this is it. This is over. That was hard. I'm sorry to be such a downer. Don't even. I'm happy to listen. And, you know, we'll try to have some fun this summer. I promise. Ja, das ist schon hart. Wir vertrauen jetzt schon unserer Kollegin so weit, dass wir ihr das so erzählen. I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. From this burned section of forest, I have no idea where to go. Their trail is pretty cold at this point. You're out by Mule Point. No one would camp out in a fireweed. Well, I want you to stay out there, as a favor to little old me. My pleasure. Okay, we know these young women are sloppy. They must have left some sort of trail. Sind auf dem Rückweg. Jetzt frage ich mich halt, sind wir jetzt auf dem richtigen Weg? Oder müssen wir da Richtung Wapiti Midtown? Das ist die Frage, ne? Soll ich zurück und Richtung Wapiti Midtown? Midtown? Wapiti Midtown? Vielleicht gehen wir erst noch dahin. Also wieder zurück. Oder soll ich das hier erstmal erkunden? Ich erkunde hier erstmal. Das Feuer ist schon ein bisschen länger her, weil hier wächst schon was. Wobei es geht ja in der Natur recht schnell. Sicher immer recht schnell. Hier oben ist ein Speicherpunkt. Melancholische Musik. Passiert jetzt was oder ist das jetzt für uns einfach so? How'd you meet? We haben uns in der Bar kennengelernt. The birthplace of modern romance. I stumbled over and told her she was pretty, and that was it.
Aw, you were brave. I was drunk. So, hier gabelt sich der Weg. Aber nicht laut Plan. Okay. Muss ich nicht lachen. Das sind immer noch die Teenager. Entsprechend mit unserer Kollegin über unsere Frau. Das ist schon traurig, ne? Das ist echt traurig. Das ist so, ja. Es gibt ja Leute, die, wie gesagt, das habe ich ja schon mal. Also das sind wir hergekommen, ne? Die ich glaube, da müssen wir gar nicht lang, oder? Was wird da lang? Die laufen weg und andere, die stellen sich dem Ganzen. Und die Sache ist nämlich, die sowas wie Demenz ist ja jetzt keine tödliche Krankheit. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Krebs geht, ja, zum Beispiel, wo man dann sagt, so, okay, hat nicht mehr lang, dann hat man so im Hinterkopf, okay, ich begleite den Menschen auf seinem Weg, solange er noch lebt, und es ist irgendwann vorbei. Aber Demenz, beziehungsweise Alzheimer, das kann ja viele Jahre gehen. Und das ist so etwas, das macht, glaube ich, auch vielen Angst. Und sagt so, das ist jetzt mein Leben, ne? Ja, das ist wirklich, man kann sich's halt nicht aussuchen, ne? Das ist halt das. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Aber ja, aber wieder hier. Ich glaube, dass wir zu diesem Wapiti-Dingsbums da müssen. Glaube ich. Wapiti-Meddau. Ich glaube, da müssen wir hin. Gut, jetzt haben wir halt die Runde gemacht. Ja, das ist eben das Leben. Und davor ist auch niemand geschützt oder sicher, egal wie viel Geld jemand hat, zum Beispiel, oder wie auch immer, davor ist niemand sicher. Und deswegen sage ich immer, man sollte das Beste aus seinem Leben machen. Das hört sich so abgedroschen an, ne? Mach doch das Beste aus deinem Leben. Ja, was ist denn das Beste? Ich bin vom Weg abgekommen. Schön. Das ist ja immer die Frage. Ja, was ist denn das Beste? Ich glaube, das Beste ist, was eben einem Spaß macht. Und, weil es ist so, arbeiten müssen wir alle. Wir müssen alle auch einen Job machen, wo vielleicht nicht immer einfach ist, wo man nicht jeden Tag Lust drauf hat. Oder vielleicht auch nicht die Lebenserfüllung. Moment. You should go be with her. That's my opinion. Sorry for the umpteenth time. Anyway, call me when you find the girls. Or anything. Or call me whenever you want. Maybe I'll go visit. I don't know. Well, why not? She's with her family in Melbourne. They're not big fans of mine. Oh. Her sister, Susan, is great, but her parents, I think they always thought she could do better, and that I could have done a better job looking after her. Fuck that. I have no doubt you did your best.
I don't know. If you want to go visit her, you should go. Don't let a couple of assholes keep you away from someone you love. I'll think about it. Unsere Kollegin, die meldet sich manchmal random. Ja, was ich vorhin sagen wollte. Das Leben ist zu kurz, um es mit Dingen zu verschwenden, die einen unglücklich machen. Moment. Die einen unglücklich machen. Aber es lässt sich halt nicht immer vermeiden. Ja. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Ich glaube, dass diese Bierdosen, ich glaube, die waren ein Hinweis dafür, wo ich hin muss. Ich glaube, ich bin schon auf dem richtigen Weg, aber ich glaube, ich muss Richtung mit den. Okay. Ich kletter mal wieder runter. Was ich interessant finde, gibt es keine wilden Tiere. Die verstecken sich anscheinend alle, oder? Es war nicht vorgesehen, dass wir auf Tiere treffen. Bloß ganz, ganz am Anfang, wo der Hirsch da war. Und apropos Tiere, ich hätte Hunger. Aber irgendwie... Ich werde, wenn der Tag 2 abgeschlossen ist, dann Pause machen. Das werdet ihr ja gar nicht merken, weil ich ja dann... Ah, jetzt sind wir ja hier, okay. Da muss ich was essen. Einen großen Umweg gemacht wieder. Ist das hier vielleicht ein Hinweis? Was ist das da, der Strich? Spiel. Also es ist so diese Experience da rumzulaufen, diese Landschaft anzugucken. Hat schon was. Das Tor von Wasser. Ja, da ist auch ein roter Weg, wo jetzt irgendwie endet. Ich glaube, wenn wir länger nichts machen, oder nicht, oh, dann meldet sich random unsere Kollegin. So. Jetzt sind wir hier. Oh, 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 ein Plateau. Da oben sind wir uns runter geseilt. Alter Schwede. Respekt. Zur Höhenangst darf man bei dem Job schon mal nicht haben.
Oh. Was ist das? Man kann auch rennen. Hey, Delilah? What do you got? Delilah. You found him? No, not yet. Why would there be a fence out here? Because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain link fence? A chain link fence? Yeah, it looks like it surrounds a huge area. Huh, that's weird. Was soll hier ferngehalten werden? Könnten wir. Who are they keeping out of here? And why? Geez, I don't know. Maybe it's biologists, you know? Well, they don't want people traipsing on their precious lichens. What's a lichen? Wouldn't you lichen to know? Oh my god, goodbye. I'll ask next time I talk to someone, but that'll probably be a few days. Ah, okay. Mole, also da geht's schon mal nicht weiter. Mole Point. Ist das ein Weg eingezeichnet? Aber das ist ein, das ist ein Zaun. Und das ist der Weg hier. Oder? Der hier. Aber da kommt man nicht rein. Hm? Das ist der Weg da. Jetzt ist die Frage, kommt man da irgendwann rein? Tja. Was soll man denn? Ich befürchte halt, irgendwann kriegen wir einen Schlüssel oder irgendwann ist da mal offen, wenn wir wieder hierher müssen. Und dann werden wir hinter das Geheimnis kommen. So, jetzt haben wir aber immer noch die Teenager nicht gefunden. Ja, den Weg gehen wieder zurück. Aber ich schätze schon, dass man die irgendwann finden muss. Warum bin ich dann hier? Ach so, ja, das ist doch. Wenigstens kann man nicht runterfallen, wenn man aus Versehen das Plateau geht. Auch viel wert. So, die Leila, wo müssen wir hin?
ich ja schon herbekommen, oder? Gab's ja gar keinen Weg mehr dann zurück. Oder? Nee, das war ja da, wo es dann nicht mehr hochgeht. Tell you, all this climbing and jumping, it's pretty invigorating. Just wait for the rest of the summer when you'll be sitting on your fat ass 14 hours a day. Ich hab noch gedacht, da kann man vielleicht doch hoch, aber das ist irgendwie scheinbar. Kannst du es melden? Soll ich die Teenagers suchen? Das verstehe ich nicht. Und jetzt mit dem Zaun? Da ist nichts drin. Also da kommt man nicht mehr weiter, da komme ich nicht weiter. Wo soll ich jetzt noch hin? Benz. Was ist nur eigentlich denn mit dem Zaun dann? Also woanders kann ich es nicht mehr. Da muss ich wieder da runter. Okay, jetzt bevor ich davon. Da bin ich an dem. Dann bin ich da. Ich könnte dann theoretisch wieder zurück. Mit dem Zaun geht's nicht weiter. Dann muss ich da wieder zurück. Vielleicht ist da dann irgendwas. Ist bestimmt noch irgendwie, aber kommt man ja momentan nicht durch. Ich will da hin. Ja, nee, da kommt jetzt in Richtung sein. Ich will auch die Richtung. Okay, mit der Karte kann ich nicht rennen. Not done.
ich halt gemütlich. Ich habe ja Zeit. Da habe ich jetzt eigentlich alles soweit abgegrast. Das ist jetzt wieder der abgebrannte Dingens. Ich finde es auch gut, dass wenn man Punkte erreicht, wo man schon mal war, dass dann nicht immer dieselben Sachen getriggert werden. Also dass man dann schon wieder, dass die Layla dann da wieder dasselbe sagt und so. Bei dem Felsvorsprung war es was anderes. Da kann man auch ruhig mal sagen, oh, ein paar Mal sagen, naja, ich vielleicht ein bisschen zu dick oder so. Aber jetzt hier dann, dass dann wieder dasselbe gesagt wird, so, oh, abgebrannten Wald melden oder so. Das finde ich gut, dass das dann nicht nochmal kommt. Sollen die sein? Diese Rotzlöffel. Okay, war ich hier schon mal? Ja, das ist die Frage. Die oder die Richtung? Warte mal, da war jetzt was. Ja. Canyon-Übergang. Natürliche Felsenbrücke melden. Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so. It looks like it's to the southwest of me. That's right. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Ich hab das Ding schon die ganze Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. Ich hab das Ding schon die ganze Zeit gesehen, war mir jetzt aber nicht sicher. Und das ist wahrscheinlich die Richtung, wo wir hin müssen. Da sind vielleicht die die Teenager. Wir machen Campfire, machen Party, ja. Und wir müssen hier arbeiten. I'm down in Thunder Canyon. I'm not seeing that smoke anymore. Oh, it's still burning away. Try heading west from where you are. If you loop past the lake, there should be a trail that'll take you further south. Thanks, that helps.
sortiere Rauchquelle. Ich muss jetzt eigentlich straight drauf zulaufen. Weil da ist ja die Rauchsäule gewesen. Tag 2 ist aber lang, ne? Ein bisschen sportlich. So. Da kommt man gerade noch mit. Da ist. Da ist auch eine Brick. Sonst kommt man runter. So. Wo sind die? Ah, da ist ja noch die Dino-Rauchsäule. Ich glaube, da wird. Da wird Party gemacht. Aber nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir. Ist ja nichts gegen Party, gell? Aber. Geht er da auf den Weg hin? Kann ich mich jetzt einfach hier? Das ist ein Weg. Ja, das ist ein Spiel. Da muss ein Weg hingehen, wenn da eine Mission ist, ja. Und die, die Teenager müssen ja auch irgendwie hingekommen sein, ne, oder? So, wo sind wir? Wir sind weg. Ach, da! Ah, Jonesy Lake. Ich glaube, die sind wieder am Jonesy Lake. Wo sind die Rauchsäule? Ich habe sie verloren. Ich glaube, ich muss wieder zu Jonesy. Aha. Das war wahrscheinlich doch das von gestern, weil wir melden es nicht mehr. Aber neuer Müll. Da ist er raus. Let's go. Weiter geht's. Laufe ich auf den Lake zu. Ah! Oh! Es ist eingezeichnet. Ja, stabil! Das finde ich immer gut. Okay. Der Weg, da müsste da irgendwas sein. Wie man sich da als Feuerwacht da mit Kompass und Karte da durch die Gegend. Aber es ist anscheinend so, dass wir ja in den 80ern sind. Das Spiel in den 80ern, das Spiel in der Heuligzeit, wo man sagt so, ja, mit GPS und so. Obwohl, gab es in den 80ern nicht auch schon sowas wie Peilgerät oder sowas?
Halt. Muss ich nicht wieder ziehen. Shit. Zurück. Oder soll ich? Oder geht da ein Weg hin? Nee, da war ein Weg und ich bin wieder zurück. Ist das der Weg? Das Licht verändert sich. Sind die Rauchsäule, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ich zum Lake solle und da dann würde wer das Gange? Ich habe keine Ahnung. Ist schon mal richtig. Ah, okay, aber das der, da ist ja der Berg dazwischen. Ich bin auf der richtigen Spur, doch wissen. Ich sehe aber auch keinen Weg, wo der hinführt. Ach, ach du Gemini. Schon mal gewesen. Oder nicht. Moment. Habe ich die Rauchsäule auch gar nicht mehr. Ah, das ist jetzt der Jonesy. Der Lake Jonesy. Ach, da bin ich ja schon mal durchgelaufen. Manno. Oder doch nicht. Jonesy, der Kader von Ripley aus Alien. So, da sind wir am Lake. Ach, schön. So. Da müsste man doch die Rauchsäule jetzt eigentlich sehen. Da. Ich muss in die Richtung. Die Frage ist, kann ich in die Richtung überhaupt laufen? Das? Da ist kein Weg und nichts noch. Oh Mann, bitte. Immer am See entlang laufen. Nee. Oh, Mann, oh.
was die Rauchsäule. Ich muss, glaube ich, wieder dahin zurück, ne? Oder? Warum kann ich am See nicht entlang laufen? Okay. Mal kurz den See genießen. Und zurück. Kann ich mit dir reden? Nö. Okay. Genau lang zurück muss. Shit, wo ist denn jetzt der Weg? Nee, das war's eigentlich nicht. Sind die entgegengesetzt Richtung? Boah, ich habe keine Orientierung. Kein Orientierungssinn, das ist so schlimm. Ganz, ganz mieser Pfadfinder. Und ein unglaublich schlechter Taxifahrer. Ich könnte das überhaupt nicht. Es sei denn, es geht um Wege, wo man schon tausendmal gefahren ist oder tausendmal gelaufen ist, aber sowas da. Oh, alter Verwalter. Ist die Frage, wo ist der Weg? Moment mal, verschwindet der? Ja, doch, ich bin noch richtig. Wie gesagt, es ist zum Glück jetzt kein Horrorspiel, wo uns jetzt irgendwie dann auch noch Tiere jagen oder mal irgendwelche blöde Gegner hat oder so. Sondern man muss halt einfach einen Weg finden. Hehe. Also ich hab gedacht, da liegt was. Oh Gott. Ah. Ja, eigentlich. Was ist denn raus? Da. Da ist sie. Eigentlich müsste man in die Richtung, aber man muss jetzt da runter. Ist da was zum Absehen? Ich schätze mal, es ist richtig, weil hier sind wir noch nicht gewesen. Und ich glaube, die Seile bleiben ja hängen. Wenn ich mich nicht täusche. So, jetzt gucke ich mal wieder. Ah ja. Das scheint richtig zu sein. Ich lasse jetzt mal die Karte an. Sag mir bitte, das ist richtig. Ja, das scheint richtig zu sein. Suche die Rauchquelle. Und am Ende ist die Rauchquelle gar nicht, sind es gar nicht die Teenies, ne? Es ist dann doch irgendwie doch was anderes. Da lang oder da lang? Da lang? Ich glaube, wir sind richtiger Weg, weil die Sonne geht langsam unter. Das heißt, die Zeit schreitet jetzt voran.
sicher? Da. Und zwischen den Canyons ist ja das Licht anders. Bin ich jetzt wieder zurückgelaufen? Bin ich blöd? Das ist doch da, wo ich... Ja, natürlich, da bin ich hergekommen. Hä, wie habe ich das jetzt geschafft? Ich bin im Kreis gelaufen. Ja, wie gesagt, ich wäre ein sehr schlechter Pfadfinder. Und Park Ranger. Also, nö. Wenn man mich als Beifahrer hat, keine gute Idee zu sagen, hey Kip, mach du doch den Navigator. Es sei denn, ich habe Google Maps vor mir oder sonst irgendwie ein Navi. Aber die Navis, die sprechen ja auch. Von dem her, nee, keine gute Idee, mich als Navi zu nehmen. Ja, jetzt ist es richtig. Oh, die Sonne. Ich glaube, wir sind richtig. Jawohl. Halleluja. Informationen. Oh, eine vermisste Person. Wie viele Wanderer sind hier schon verschwunden? How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. The thoroughfare because it's so remote. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. You really didn't like that guy, did you? I don't know. I just had a hard time talking to him. I mean, there are lookouts who seriously won't shut up, who call me about every little thing that pops into their head. And then there are those who just want to be left alone. He was the latter. And I'm the former, aren't I? Well, I didn't want to say anything. No, it's fine. I'll just chuck my walkie-talkie into the river. Oh, come on. And you'll never hear from me again. Finally, peace and quiet. Woohoo! So... Isn't your radio supposed to be in the river? I couldn't bring myself to do it. Well, I guess I'm stuck with you then. Yeah. You said Ned didn't get mauled by a grizzly, but it's possible, right? Yeah, I guess it's possible, but we usually find evidence of stuff like that. For instance, if you were to be hunted down and torn to shreds, I'm sure someone would come across a bloody beard and shredded pair of ugly cargo shorts. I like these shorts. I'm sure you do, Henry. Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's, lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? Was wusste ich nicht. I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you're actually getting paid to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke.
glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Hast die Karte Urlaub aktualisiert? Ist was Neues eingetragen worden? I see a campsite, and it looks like they've got a fire. Is it them? No, it seems like it. I swear, they must have dragged 4 cases of beer out here. Track them down, and don't let them see you. What a job this is. I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Well, I found some dangerous hunks. What on earth are you... It's another one of those magazines. I don't get why the hunks have to be so dangerous. Well, you're clearly not a young woman. Girls should want nice hunks. Ugh, boring. Pants are back. I'm sorry, pants are back?
According to the experts at Teen Zone magazine, it's unclear where they've been. The pants, I mean. These girls have a full case of beer left here, a full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Some of their clothes are all torn up. That's not good. Their tent looks like it's been through the shredder. What could have done that? Like a bear or, I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Looks like someone left a note. Intriguing. Maybe you should read it. Okay, yeah. Let me know what it says. Lob Psycho, hoffentlich bist du jetzt glücklich. Wir hauen ab und gehen zur Polizei. Oder so und erzählen ihnen, dass du dich am See an uns rangeschlichen und dann unser Zelt und unsere Sachen kaputt gemacht hast. Und Höschenclown ist echt pervers. Wahrscheinlich bist du ein Irrer, der mit seiner Angst Leute umbringt. Das ist sowas von ins Gefängnis. Hoffentlich war es das wert, uns wegen ein bisschen Feuerwerk dumm anzumachen. Arsch! Tja, melde die Nachricht der Teenager. Oh, they're gone, for sure. Well, what's it say? Threatening to call the police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? I didn't do anything to them. Looks like someone had it out for him. Then why do they think it's you? Fuck, I don't know. Huh. Hey, I don't. I believe you. Come on, Henry. All right. It's weird what happened out here. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know. But they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too.